bleiben. Wow. Eine schöne Explosion hier. Achso, ich kann Mike gegen Mike austauschen, klasse. Platsch! Ui, da ist er auch geplatzt. So, nächster. Wo ist der nächste? Alter, die dampfen voll. Platsch. So, wer schießt jetzt da drüben irgendwo? Da haben wir ihn doch. Verpiss dich! Kannst mich mal. So, die können wir dann auch austauschen. Haben wir wieder eine volle davon. Warum auch immer jetzt hier mit einmal eine rumliegt. Platsch. Da hinten ist noch so ein Vogel. Ich weiß gar nicht, wie groß die Reichweite ist von der Mike. Deswegen versuche ich mal hier ein bisschen Munition zu sparen und gehe lieber näher ran. Und tschüss. So, nächster da. Alter Schwede. Na los. Bam, jawohl. Guck mal, nicht mal der kann sich lange dagegen wehren. Meine Punkte. Nur darum, verpiss dich. Alter. Na, relativ ungenau. Alter, der steht ja immer noch. Stirb! Alter Schwede. Na los. Alter, was schluckt der denn alles? Oh, verdammt. Ne, so, nachladen. Na also. Oh, und der da hängt ein bisschen fest. Helfen wir ihm mal ein bisschen beim Sterben. Jawohl. Gut. Das wäre es hier gewesen. Würde ich mal sagen. Munition könnte ich mal wieder gebrauchen. Oh, wenn man vom Teufel spricht, was? Scarab, ne. Komm, tauschen wir die mal wieder gegen die Grendel hier aus. Können wir auch modifizieren. Nicht genau. So, ein Granatwerfer kann nicht schaden. Hier ist nichts. Würde ich mal sagen. Ab nach oben. Und wohin jetzt? Hier rüber. Nein. Gut. Scheiße. Hier. Hören Sie, Alcatraz? Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Okay. Sie müssen da raus. Alter, eine Salve und der war weg. Nicht schlecht. Alle Prismeneinrichtungen werden in 5 Minuten durch Explosionen versiegt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Da ist er. Ah, scheiße. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Nee? Na dann nicht. Wurde da gerade, wurden da gerade meine Kugeln von der Pflanze aufgehalten? Na, das war ja wohl nur eine oberblöde Position für dich. Ich mag es nicht, flankiert zu werden. Aber ja. So, da sind auch jede Menge Vögel.
Und tschüss. So, wo ist der nächste? Wo ist er da? Die ist ganz witzig, die Waffe. Aber ja. Hopp. Und rüber da. So. Ach du Scheiße, viel Munition hat man dafür aber nicht wirklich. Oh. Huiuiuiui. Glück gehabt. So, ich würde sagen, wenn wir hier durch sind. Ups. Dann gucke ich nochmal, was für Upgrades es gibt. Weiß ich nämlich schon wieder gar nicht. Mal wieder. Mal schon wieder. So. Okay, hier ist Ruhe. L-Tech? Nee, danke. Verzichte. Ah, gut. Dann nicht. So, jetzt nichts wie raus hier. Taktische Optionen verfügbar. Visor, genau, den Visor habe ich ja. Völlig vergessen. Oh, der ist futsch. Da sehe ich noch einen. Da ist mein Ziel. Was haben wir da? Flankieren. Dann flankieren wir sie doch mal. Hui, da flog er. Ja, ist ja wir gut. Wir müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Alter, wieder so ein Bäckervogel. Zwei gleich, was? Nee, das sind... Alter Schwede, da sind aber auch Kamikaze-Typen hier. Oh, oh. Na, was haben wir da hinten denn Schönes? Hui! Hab ich den noch erwischt? Nee, natürlich nicht. Alter, mir geht gerade ziemlich die Munition hier aus. Kipp um! Am Arsch! Acht Schuss habe ich noch. Warum gefällt mir das bloß nicht? Oh, geh schon! Scheiße, ey. Erstmal Muni holen hier. Bam! Da habe ich ihm seinen Schädel weggepustet. Oder seine Tentakeln. Was weiß ich, was die für einen Optin-Schädel haben. So. Lade ich die auch mal nach. Und die auch. Und nehme mir die restliche Muni. Dann kann ich jetzt nämlich abhauen. Was hat der denn da gemacht? Vielleicht so eine Art Ausdruckstanz oder so. Ach, der lebt auch noch hier. Sehr schön. Gut, aufwärts geht's. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Engelschöre? Oder eine Keine Ahnung. Grube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, okay, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, okay, zu der man nicht länger gehört. Nein, mit
das ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Ups, ich habe keine Energie mehr. Uncool. Uncool. Alter, zum Glück war der gerade tot. Meine ich. Zack. Oh, verdammt. Alter, schon wieder keine Munition. Das ist doch wohl ein Witz. So, der ist futsch. Ach, das waren schon beide. Cool. Habe ich doch beide erwischt, oder was? Nee, ich bleib bei der Waffe jetzt. So. Wo geht's weiter hier? Alter, ist da wieder ein Dicker? Wusste ich's doch. Boom! Mal schauen, wie die Granaten schmecken. Fettsack. Lauf nicht weg! Was hat der denn geraucht? Warum treffe ich den vor allem nicht? Geht doch! Ah, scheiße. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt auf Zeit irgendwie mit so einem unsichtbaren Timer oder so? Oder habe ich so viel Zeit, wie ich brauche? Okay. Komische Vögel. Oh, Moment. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, die 500 Katalysatorpunkte hier. So, und jetzt heißt es laufen hier. Oh, ein Strafzettel. Ich werde den nie bezahlen, den Strafzettel. Hopp. Na, willst du wohl? Oh, oh, es geht schon los. Wow. Ah, laufen. Muss ich selber laufen? Nee, offenbar nicht. Macht er automatisch. Alter Schwede. Hier alles. F. Ach du Scheiße. What the fuck jetzt? Okay. War das jetzt irgendjemand, den man kannte? Ach du Scheiße, ey. Hier alles zur Hölle ging. Na dann ab nach oben wieder. Wow. Habe ich mir erschrocken. Ach du Scheiße. Haben wir einen fetten Taxi in die Fresse bekommen. Autsch. Kompatibilitätsregistrierung abgeschlossen. Brauchbarkeitsbewertung des Nanokatalysators abgeschlossen. 100%. Tunguska-Iteration installiert. Alle Systeme online. Ah, jetzt werden die Alien-Viren umprogrammiert. Haha. Okay. Ab in den Park. Warum auch immer. Alter, wie ging das aus, das Spiel? Scheiße, Mann. Schon so lange her. Naja, eigentlich gar nicht so lange, aber ich erinnere mich trotzdem nicht mehr. Puh, spannend. Oh. Na dann schauen wir mal. Jetzt heißt es mal erstmal wieder Ladebildschirm. Ich denke, ich unterbreche mal eben wieder hier die Aufnahme, dass das ein bisschen. So. Sie waren bei der CIA? Weiter geht's. Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Gut, jetzt mal halblach wirklich. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Ja. Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so. Ich bin noch hier. Der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Geno, irgendwas? Nee, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir. Da! Yay! Wir leben noch. Das ist er. Auch ein Taxi kann uns nicht aufhalten.